Der jetzt zu uns kommende Künstler macht Unterhaltung vom Feinsten. Man könnte sagen... Denn ich möchte mich abends entspannen, ich möchte lachen. Ich lache sehr gern. Und ich sehe das viel lieber, als wenn ich da so Sendungen mit Mord und Totschlag sehe. Und deswegen haben wir ihn eingeladen, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie den fabelhaften Bastian Pastewka. Bastian Pastewka, meine Damen und Herren. Ja. Herzlich willkommen. Sehr schöne Musik wieder. Vielen Dank. Ja, natürlich. Ja. Was ist denn da? Ich hab mal ein paar Maskeraden mitgebracht. Das ist einfach eigentlich lustig, oder? Es gab so eine Zeit, wo man gesagt hat, nein, der Witz, der muss aus dem Intellekt leben. Nein, der Witz muss aus der Verkleidung leben. Sehr, sehr gerne. Wir ziehen uns jetzt lustige Verkleidungen an, meine Damen und Herren. Also lustig nach der Werbung nicht, ne? Spielen wir hier die witzigsten Sketche der Deutschen. Der Deutschen. Als Ranking-Show. Als Ranking-Show und die Zahlen haben wir zum ZDF geholt. Ja. So. Wir sind wieder zurück. Ja, komm, lass uns mal die Masken anziehen. Sketch ab, Rad ab, Band ab, Hut ab, Kopf ab, Knopf ab, Sketch ab. So ging das Lied. So ging die Melodie. Weiß das noch einer, wie es geht? Bom, bom. Ja. Rad ab, Hut ab, Band ab, Kopf ab, Knopf ab, Sketch ab, du den Pill. Genauso so, sehr gut. Genau, herrlich. Aus der Hüfte geschossen. Aus der Hüfte können die das. Die beste Band der Welt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier die richtigen. Das war hier und du siehst ja sofort aus wie ein Fußballspieler. Alles. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, bei dem Perücken immer scheiße aussieht. Ja, ja, das ist nur bei dir so, keine Sorge. Ja. Okay, das heißt, das ist immer so, Sie haben verrückte Perücken auf. Oh ja, guck mal da, was ist denn das? Ich sehe mich selber. Guten Tag, ich darf Sie herzlich begrüßen zum Homeshopping. Schön, dass Sie alle eingeschaltet haben. Wir haben eine seltene Schlagersause für Piri parat. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie unter der Nummer, die Sie unten eingeblendet sehen. Ich schaue selber auch noch mal nach. Siehst du was? Hast du noch Zähne an? Ah ja, natürlich. Ja, ich hab sie schon vorher drin. Ja. Vor mir sitzt was ganz Großes. Ja, du siehst aus wie, wie irgendwas Untotes. Ja, genau. Ja, man sieht nichts durch diese Brille. Das ist immer das Schöne. Wir ahnen, hier ist Publikum, es ist Kameras da, aber es ist nicht so, dass wir irgendetwas in Ansätzen sehen können. Jetzt müssen wir los. Jetzt müssen wir los. Ich habe das Gefühl, ich berühre dich jetzt schon. Absolut, wenn ich jetzt zugreife, dann Highway to the Danger Zone. Ja, genau. Sollen wir was im Sketch spielen? Wir müssen einen lustigen Sketch spielen, genau. Was muss ich nochmal sagen? Ich bin eine Frau. Wir haben es gerade in der Werbepause Witze erzählt, die wir jetzt für Sie spielen. Muss die Kamera? Muss dahin gucken? Ach nee, du musst in die Kamera. Ich muss in die Kamera gucken, weil ich von der. Genau, die wird gleich wichtig. Ich bin der Mann, ja? Du bist der Mann, ich bin die Frau. Okay. Und ich sitze so, ich bin nicht hübsch und ich sitze. Verstehe das nicht, meine Damen und Herren. Ich bin nicht hübsch, sondern sehr hässlich, habe hässliche Zähne. Ich habe jetzt leider keine an, aber und sage: Hans Günther, als ich heute Morgen aus dem Fenster schaute, graute der Morgen. Graute dem Morgen. So geht das bei Sketcher. So. Nur machten die es gut. Ich bin auch nur mittelmäßiger. Ja, herrlich. Was machen wir denn? Ich bin auch nur mittelmäßiger. Willst du mit dem Papst? Was? Papst? Genau, sehr gut. Mach. So. Ich bin der Mann jetzt, oder? Du bist ein Freund. Ich bin ein Kumpel. Ein Freund? Ja, mach ich. Welchen Dialekt möchtest du haben? Kölsch. Kölsch, ja. Muss ich sagen, ja, richtig. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her, Horst? Ich habe mich mit dem Papst getroffen. Du hast dich mit dem Papst getroffen? Ja. Und wie war es? Ja, er ist ja ganz nett, aber sie ist ein Drachen. So. Können wir stundenlang angucken. Das könnten wir stundenlang machen. Alter Fips Asmussen-Witz. Alter Fips Asmussen. Alter Fips Asmussen-Witz, den hier Helge Schneider mal gemacht hat. Und ich ihn dann gefragt habe, immer, das war ein total lustiger Witz. Dann sagte er, ja, alter Fips Asmussen-Witz.
Der beste Fips Asmussen-Mist, den ich kenne, ist, meine Frau ist so hässlich, wenn ich die in den Garten stelle, dann bringen die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr freiwillig wieder zurück. Das ist ein Fips Asmussen-Witz, ist ja nicht meiner. Fand ich aber gut. Ja, absolut. So, Bastian, jetzt tragen wir dich in unser Freundebuch ein. Wir haben schon ein Foto gemacht. Ja, das hat sehr gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Ich kann es gerade zeigen. Ich glaube, das ist gut geworden. Das ist ein Spitzenbild. Ja, absolut. Ja, guck mal, klar. Ja, das ist doch ein super, super Foto. Sehr man sieht nicht irgendwie aus wie Bela Lugosi in irgendeinem Dracula-Film oder sowas. Wer? Bela Lugosi. Wer ist das? Bela Lugosi ist ein Stummfilmstar, der sehr oft Dracula gespielt hat. Kennst du alle Filme? Nein. Bist du so jemand, der in so einem Filmquiz alles weiß? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe sehr viele klassische Filme auch nie gesehen. Zum Beispiel Dracula-Filme mit Bela Lugosi habe ich in meinem Leben nie gesehen. Ich habe nur den Dracula-Film mit Roman Polanski gesehen. Wie heißt Tanz der Vampire. Tanz der Vampire, ja. Sehr guter Film. Sehr guter Film. Habe ich auch nie gesehen. Ist so? Ist so, habe ich nie gesehen. Ach, echt? Ich habe nie Tanz der Vampire gesehen. Ich dachte, du hättest ich habe nie Casablanca gesehen. Ich habe nie Police Academy 4 gesehen. Muss man gesehen haben. Police Academy 4? Police Academy 4, denn sie wissen nicht, was sie tun bei der Untertitel. Ja, da bin ich auch überfragt. Noch uninteressant ist übrigens Folgendes, meine Damen und Herren. Ein Freundebuch, was können wir tun? Ja, wir fangen mal an. Oh, jetzt habe ich das Buch hier am Tisch fest. Das Buch klebt fest. Weil darunter ein Kaugummi ist. Das Buch klebt fest, wir müssen aufhören. Wir hören auf. Abbruch, genau. Okay, legen wir los. Der Name ist kein Künstlername. Nein, das ist einfach so. P-A-S-T-E-W-K. Pastewka. Pastewka. Genau, Vorname Bastian. Bastian. B-A-S-T-I-A-N, so wird es buchstabiert. Ausgesprochen wird es Rambo Ramon Reiner. Hast du einen Spitznamen? Basti? Wayne. Basti? Wayne? Wayne ist mein Spitzname. Habe ich mir selbst gegeben, kennt niemand. Ich hab, ja, Basti kommt natürlich da. Basti, ne? Basti läuft. Ja. Du musst nicht immer die Wahrheit sagen. Geburtstag? 4.4.72. 4.4.72, hört sich gut an. Ja, nächstes Jahr am 4.4. werde ich 44. Sehr gut. Sternzeichen? Widder. 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 So, Geburtsort? Bochum. Bochum? Ja, ich bin in Bochum geboren. Ach, ich dachte, du kämst so hier aus der... Bochum. Bochum. Da ist Bochum, hier hinter Köln aus. Bochum. Bochum, ja, nur geboren, und dann Verwandtschaft noch da und dann nach Bonn gezogen. Ich bin in Bonn groß geworden. Okay, okay. Meine Haarfarbe sehe ich ja schwarz. Meine Haarfarbe ist schwarz. Schwarz ist so ja, braun, schwarz. Schwarz, braun, schwarz. Schwarz, okay, ja. Augenfarbe? Das weiß ich nicht. Grün, grau, blau, oszillierend. Ja, blau? Blau. Ja, blau. Besondere Kennzeichen. Gibt es besondere Kennzeichen, die man nicht Narbe sieht? Am Kinn. Die siehst du. Narbe am Kinn. Es war ein Unfall. Wurde hier unten am Kinn. Ach, da unten, da. Ja, ja, ja. Da was ist da passiert? Kannst du das kurz erzählen? Ja, das kann ich erzählen. Ich bin mit einem Roller im Alter von 6 Jahren Roller gefahren. Und mit diesem Roller bin ich gestürzt auf eine Mauerkante. Also man rollt so, ne? Und dann ist da so eine Mauerkante. Und ich so, ja, roll. Und falle irgendwie, man musste damals noch selber treten und bin irgendwie so mit dem Kinn so auf die Mauerkante geknallt. Und ab dann weiß ich auch nicht mehr, wie es weiterging. Denn ich sah noch so, wie wenn man so eine Kamera zur Seite legt, liegt man da plötzlich so und sieht so, aha, sieht so wie Mutter und Vater kommen. Bist du denn bescheuert? Und dann geht das Bild wieder auf und dann bist du so im Krankenhaus. Was? Wo? Wer? Was ist geschehen? Und dann sagen waren meine Eltern von mir gesagt, du bist mit dem Roller hingefallen, bist genäht worden. Nein, das hätte ich auch mitgekriegt. Aber hier, guck mal in den Spiegel. Dann bist du so ganz blau hier unten, und das war in den 70er Jahren. Dann hast du hier noch so eine ganz breite, schwarze, so eine Binde da drunter mit so Fäden. Ich sah aus wie so einer aus Herr der Ringe, weißt du, dieser Typ, der da immer mit diesem Stab da im Schatten rumläuft. Und die wurden dann 8 Wochen später gezogen. Und bis dahin hatte ich so ewig so Fäden im Gesicht. Das war so bescheuert. Und davon ist die Narbe. Ah, okay. Schreib das bitte alles auf. Wunderschöne Geschichte, ja. Ich habe einfach Narbe. Der Platz ist da. Narbe, ja. Name nochmal? Achso. Name, eine Lieblingsfächer. Lieblingsfächer. Rallye. Rallye. Wirklich? Sport. Ja, Sport. Und Kunst. Sport? Sport bei mir? Ey, nein, das war das schlimmste Fach. Niemals, nein. Nein, das habe ich mir gedacht. Schreib. Rallye habe ich schon geschrieben. Rallye ist super. Rallye ist okay. Rallye. Hast du damals einen Berufswunsch gehabt? Außer dem, was du jetzt machst? Nee, ich wollte immer Kasper werden. Schreib Kasper bitte. Kasper, nein. Kasper. Kasperle, mache ich ja. Ja, genau. Lieblingszahl? 1657. Nein, ich habe keine Lieblingszahl, mein Gott. Du musst eine Lieblingszahl haben. 12. 12, okay. 12. 12. Lieblingszahl. Farbe? Farbe ist blau. Blau. Wie meine Augen. So, jetzt kommt mein absoluter Lieblingsfilm. Ja? Mein absoluter Lieblingsfilm? Ja, dann dein absoluter Lieblingsfilm. Mein absoluter Lieblingsfilm. Mein absoluter Lieblingsfilm? Ich bin kurz einig. Mein Lieblingsfilm ist natürlich Dracula jagt Minimädchen. Hat's gegeben. Ist einer der bescheuerten Titel, die es gegeben hat auf der Welt. Und? Aber es ist nicht mein Lieblingsfilm, ne? Nein. Jetzt wirklich, wirklich. Ja, ich liebe sinnlose Filme, den ich jemals gesehen habe. Auch der beste. Was vom Tage übrig blieb? Emma Thompson und Anthony Hopkins von 1993, ein englischer Film. Was vom immer Tage noch so? Was übrig vom blieb? Tage übrig? Nie gehört. Ja. Vom Tage deshalb übrig blieb. Was ist das? Romantic Comedy? Romantic Comedy. Mit Aliens. Ja. Und Frauen, die so knöpern.
Ja, bei mir bin ich mir nicht sicher. Bei mir ist es entweder der Prinz aus Zamunda oder Didi der Doppelgänger. Ja, es sind beides sehr, sehr gute Filme, da hast du recht. Ja. Manchmal auch noch Blues Brothers. Ja. Aber das ist schon fast zu seriös. Blues Brothers ist schon zu seriös. Weil ich kann den mitsprechen mittlerweile. Ja, ich auch. Ja. Was haben wir denn? Eine Lieblingsserie? Oh, da gibt's viele. Ich habe gerade The Missing gesehen, eine englische Serie, die ich sehr empfehlen kann. Die war toll. The Missing. The Missing. Gibt es sonst diese Drombusch. Läuft, glaube ich, noch irgendwo. Ja, in ZDF Neo. Ja, super, genau, immer samstags sind Doppelfolgen. Knaller. Ja. Günter Strack in der einen Folge, wo er platzt. Ich meinte, ich hätte letztens gehört, dass Gernot Hassknecht dort auch mal. Ja, und zwar ein Anstreicher. Folge lief vorletzten Sonntag. Ohne Quatsch, Gernot Hassknecht aus der Heute-Show, ne? Der Hauptschauspieler Hans-Joachim Heist. Genau. Hat damit gespielt, ein Anstreicher oder ich glaube so ein Handwerker. Ja, okay. Hast du ein Vorbild, also einen Lieblingsstar, jemand, der du immer, wo du sagst, so will ich mal werden? David Hasselhoff. Oder Elton. David Hasselhoff? Ja, schreib mal David Hasselhoff. Ich wollte immer so am Strand so ganz schnell laufen mit diesem roten. Schreib Elton bitte. Aber Elton ist kein Mensch. Ja. Elton ist kein Mensch. Heute, 20.15 Uhr. Ja. So, jetzt kommt's. Dein Lieblingslied. Mein Lieblingslied? Ja. Mein Lieblingslied. Ja. Die Bar ist leer, die Stühle sind schon lange hochgestellt. Doch das mit dir war bestimmt der längste Tanz der Welt. Deine Lippen kommen mir so nah, doch ich halte still, denn ich weiß ja ganz genau, was ich dir sagen will. Düdel, 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 die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich für dich fühle, zeige ich nicht. Tausendmal hast du mich berührt und jetzt ist es passiert. Doch die Gefühle haben Schweigepflicht. Und was ich fühle, ich denk, verschweige ich. Sonst wüsstest du von mir, ich sehne mich nach dir. Herrlich! Schweigepflicht, danke schön! Andrea Berg, die Gefühle haben Schweigepflicht. Andrea Berg, grober Fehler. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingslied. Jetzt haben wir es jetzt gar nicht geschafft, hier alles durch. Wir haben es gar nicht geschafft, noch mehr Lieder zu singen. Ja. So, das kann ich besonders gut, das lassen wir weg, das kann ich gar nicht, lassen wir auch weg. Ja. Das mag ich ist so immer singen. Das mag ich so an dir. Das mag ich so an dir? Ja. Oh, das ist schwer. Was mag ich so an dir? Stefan, ich mag, dass wir uns, als wir uns gerade frisch kennengelernt haben, du so freundlich warst, mir fast ohne Hose entgegenzukommen und mir ein tolles Rabigramm zu singen. Ah, das mag ich so an dir. Ja. Das hätten Sie letzten Freitag sehen können. Das war in den 70ern. Ja, das war in den 70ern. Genau. Ja. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Darauf kann ich nur noch mal sagen. Kölle Olaf. Ja.